Jakob und ich zeige euch heute, wie man mit Easy Flats bastelt. Heute wollen wir einen Bus basteln und da zeige ich euch, wie es geht. Zuerst einmal, was wir dafür brauchen. Wir brauchen etwas zum Ausschneiden. Ein Cuttermesser, es sollte möglichst scharf sein, damit wir es gut machen können. Wir brauchen natürlich unsere Vorlagen hier aus Easy Flats. In dem Fall bauen wir einen Bus. Man kann aber auch ganz viele andere Dinge bauen, wie Häuser oder ähnliches. Außerdem brauchen wir noch nachher, um Löcher zu machen, einen kleinen Schraubenzieher. Wenn ihr keinen Schraubenzieher da habt, geht auch einfach das Cuttermesser dafür. Da müsst ihr halt ein bisschen vorsichtiger sein. Und zu guter Letzt, um Dinge zusammen zu machen, brauchen wir noch jede Menge Kabelbinder. Wirklich jede Menge. Aber fangen wir erstmal mit dem Ausschneiden an. Haltet euch das Teil stabil, damit ihr gut rankommt. Setzt euer Cuttermesser möglichst gut auf die Linie auf und schneidet es gerade und sicher auf. Geht am besten gleich direkt durch und versucht es nicht in zwei Anläufen zu machen. Das geht so schon ganz wunderbar. Wichtig ist, dass ihr das Cuttermesser einfach stabil haltet. Wenn ihr ganz kleine Unebenheiten habt, braucht ihr euch aber auch keine Sorgen zu machen. Easy Flats verzeihen ganz schön vieles. Also könnt ihr auch durchaus mal ein paar Millimeter zur Seite ausrutschen. Etwas komplizierter wird es mit den runden Dingern, wie wir hier sie bei den Reifen haben. Ist auch kein Problem, ihr müsst euch einfach konzentrieren und gerade die Linie entlang der Kante schneiden. Hier seht ihr einfach entlang der Linie schneiden und ein bisschen in die Rundung gehen. Jetzt geht es darum, das Ganze wieder zu einem Bus zusammenzumachen, weil im Moment ist es ja alles bloß 2D. Dafür müssen wir Löcher reinmachen. Am besten geht das mit den Löchern zusammenmachen, wenn ihr es jeweils hinlegt und die zusammenpassenden Teile zueinander macht. Gerade hier, wo es schräg ist, damit es gut zusammenpasst und nicht die Löcher an verschiedenen Stellen sind. Aber wenn es ein bisschen unterschiedlich ist, ist auch kein Problem, das toleriert relativ viel. Nehmt euch einfach den Schraubenzieher und stecht fest durch, ungefähr im Abstand von so ungefähr 1 cm zur Ecke. Wiederholt das in einem gewissen Abstand, es kommt darauf an, wie fest es sein muss. Hier bei runden Teilen ist es besser, ein bisschen enger miteinander zu sein, so damit es die Kante mitnimmt. Wenn es gerade ist, reicht auch ein bisschen höherer Abstand. Jetzt könnt ihr einfach durch die Löcher durchstechen, sodass ihr auf beiden Brustseiten dann die gleichen Löcher habt. Jetzt haben wir ganz viele Löcher reingemacht in den Bus und jetzt geht es natürlich darum, ihn in eine Form zu bringen, wie ein Bus aussieht. Und dafür müssen wir jetzt zusammen machen, dafür brauchen wir jetzt die Kabelbinder. Wir bauen jetzt zuerst einen Seiten- und Vorderteil zusammen. Man geht immer mit dem Kabelbinder von innen durch und steckt ihn durch das Loch durch, hier erstmal durch das obere Eckloch und geht dann auf das Gegenstück und steckt es wieder hier durch das Eckloch durch und verbindet dann den Kabelbinder und zieht ihn fest. Am besten am Anfang noch nicht ganz festziehen und sondern erst am Ende, damit es alles ganz sauber zusammen ist. Jetzt sind wir mit der ersten Seite fertig und machen die anderen Seiten einfach genauso wie die erste. Ihr seht, es ist alles noch ein bisschen locker und deswegen machen wir jetzt das Dach drauf. Und hier müssen wir ein paar Dinge beachten. Am besten machen wir hier einfach wieder die ganzen Teile durch. Aber hier müsst ihr beachten, dass auf den Seiten natürlich schon eins drunter ist. Und wir hier von allen Seiten es durchmachen müssen, schön stabil ist an der Ecke. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Hier kann schon mal relativ eng werden, deswegen ist es sinnvoll, die Löcher ruhig noch mal ein bisschen zu vergrößern. Und dann kommt man gut durch. Einen von oben nach vorne und einen hier von oben zur Seite. Macht sich schon zusammen, aber macht es hier tatsächlich sehr lose, damit sie am Ende festziehen können. Jetzt können wir es einfach umklappen. Und dann machen wir es genauso die ganze Zeit weiter. So, wie ihr jetzt seht, ist der
Bus jetzt mit dem Dach ausgerüstet und stabil. Das ist das Wichtige bei diesen Easy-Flat-Basteleien, ist immer, dass man so eine Kastenform hinbekommt, in der es einfach nach allen Seiten schön stabil gemacht ist. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass auch jemand drin stehen kann, also müssen ein Loch hier in den Bus machen, durch den man später den Kopf stecken kann. Und jetzt könnt ihr den Bus aufsetzen. Eine Sache ist noch wichtig zu beachten, nämlich die Breite. Ihr sollt ungefähr so breit halten wie ein DIN A1 Plakat, also 841 mm, damit ihr gut reinpasst. Hier haben wir jetzt einen Bus gebaut. Es geht aber auch alle möglichen anderen Formen. Wir haben auch schon Autos gebaut, Häuser gebaut, alles was man will. Es ist nur wichtig, dass man so einer ungefähren Kastenform baut, wobei es auch durchaus relativ gute Biegungen, wie man es auch hier vorne an der Fensterscheibe gut sieht, mitmachen kann in dieser Bauform. Wir haben es in dem Fall gedruckt, aber ihr könnt euch natürlich auch beliebige Formen vorzeichnen, ausschneiden und dann anmalen.